Und heute geht es um diesen alten Stereoverstärker. Viele von Ihnen haben vielleicht noch einen solchen oder ähnlichen Verstärker zu Hause auf dem Dachboden, im Keller oder noch in Gebrauch. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Toshiba Stereo Receiver SA320L, welcher damals noch in Japan hergestellt wurde. Diese und ähnliche Geräte weisen meistens eine sehr hohe Verarbeitungsqualität auf und dieses Exemplar wird immer noch gerne genutzt. Nach einer Nutzungszeit von nunmehr fast 35 Jahren funktioniert dieses Gerät noch fast einwandfrei. Allerdings wurden in letzter Zeit ein Rauschen und Knacken beim Verstellen der Lautstärke festgestellt. Außerdem kann man hier sehen, dass einige der originalen Lämpchen für die Displaybeleuchtung defekt sind. Diese Probleme werde ich heute beseitigen, damit das 140 Watt Gerät weiterhin verwendet werden kann. Vor dem Öffnen des Geräts ist es sehr wichtig, den Stecker zu ziehen. Dann löse ich seitlich diese beiden Kreuzschlitzschrauben. Das wiederhole ich auf der anderen Seite. Danach ist noch hinten oben diese Schraube hier zu lösen, bevor das Gehäuse abgenommen werden kann. Ich kümmere mich nun zunächst um das Knacken und Rauschen, welches die sonst sehr gute Tonqualität dieses Geräts stört. Falls sich im Innern des Geräts Staub befindet, sollte dieser zunächst zum Beispiel mit Druckluft entfernt werden. In diesen alten Geräten ist wenig Feinelektronik verbaut und Stecker und Anschlüsse sind verglichen mit aktuellen Geräten relativ groß. Dies erleichtert die Arbeit, denn nun geht es darum, alle Steckverbindungen zu finden und zu säubern bzw. mit Kontaktspray zu behandeln. Dies hilft, eventuelle Korrosionen oder Verschmutzung zu entfernen, damit der Strom wieder ungehindert fließen kann. Das gleiche gilt für die Schalter und Potentiometer. Diese können mit der Zeit verstauben oder korrodieren. Auch hier kann das Kontaktspray helfen. Um besser an die Bauteile zu gelangen, ist es eventuell nötig, weitere Teile des Gehäuses, zum Beispiel den Boden, abzunehmen. Das ist meistens relativ einfach, da diese Geräte üblicherweise nur verschraubt und nicht verklebt oder genietet wurden. Ich habe nun alle Kontakte und Potentiometer entstaubt und mit Kontaktreiniger behandelt. Nun möchte ich die Lämpchen erneuern, da einige von ihnen durchgebrannt sind. In diesem Fall lassen sich die Fassungen von unten mit einer Drehbewegung herausnehmen. Es handelt sich in diesem Fall um 8 Volt T10 Glassockellampen. Danach können die Lampen einfach ausgesteckt werden. Ich tausche diese gegen LEDs, welche einfach über das Internet besorgt werden können. Ich stecke die neuen LEDs in die Fassung und schraube diese wieder ein. Diesen Vorgang wiederhole ich bei allen Lämpchen. Bei einigen LEDs muss manchmal eine bestimmte Steckrichtung eingehalten werden. Daher teste ich nun erst, ob die LEDs auch leuchten. Es ist dabei sehr wichtig, dass man nicht in das Gerät fasst, während der Stecker eingesteckt ist. Dadurch, dass es sich um LEDs für 12 Volt und nicht wie die originalen Lampen für 8 Volt handelt, leuchten die LEDs nicht so hell, was angenehm ist und ihre Lebensdauer deutlich verlängert. Die Verwendung von LEDs sorgt ab jetzt für einen geringeren Stromverbrauch des Geräts bei gleicher Leistung. Die alten Lämpchen sorgten zudem für eine zusätzliche Erhitzung des Verstärkers von innen, was nun auch durch die LEDs vermieden wird. Da alle neuen LED-Lampen leuchten, baue ich den Verstärker nun wieder zusammen. Ich setze das Gehäuse wieder auf und alle Schrauben wieder ein. Nun ist die Reparatur abgeschlossen und das Gerät kann wieder angeschlossen werden. In diesem Fall hat die Reparatur den gewünschten Effekt gebracht und das Gerät kann weiterverwendet werden.